Ja, John ist down under. John, Tag 6 im Dschungel und es ist schon viermal der Satz gefallen, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dreimal in der Prüfung, einmal Exit mit Cora. Was meinst du, sind die Prüfungen zu hart oder sind die Camper dieses Jahr in der Jubiläumsstaffel einfach zu weich? Ja, irgendwie habe ich auch aktuell kein richtiges Gefühl für dieses Camp. Gehen wir doch mal die Kandidaten durch. Da kommt eine Cora Schumacher und erzählt in 3 Tagen ihre ganze Lebensgeschichte und ist auf einmal wieder raus. Der Heinz Hönig ist gefühlt jede Prüfung gesperrt. Ein Mike Heiter sitzt die meiste Zeit rum, hat wenig Unterhaltungswert. Dann kommt eine Kim, die sich als Unruhestifterin perfekt präsentiert, aber gefühlt auf jeden losgeht. Eine Ania, die im Sprechzimmer Angst vor Spinnen hat, aber auf einmal sich darüber freut, tonnenweise mit Insekten überschüttet zu werden. Und dann gibt es eine Lucy, die ja wirklich eine tolle, authentische Art hat, aber mir viel zu wenig aktuell im Camp zeigt. Gefühlt liegt es für mich an den Kandidaten und ich hoffe, dass wir da noch viel mehr Action und eine größere Wende im Camp erleben werden. John, Kim mausert sich ja zur Super-Dschungelzicke. Prüfungsabbruch, verbale Attacken gegen Mike, Wimpernbürste geschmuggelt. Jetzt sind den Campern sogar die Zigaretten abgenommen worden. Was meinst du, ab welchem Punkt brodelt's da drin so richtig? Ja, ich würde sagen, das Camp steht kurz vor der Explosion, denn gefühlt hat ja jeder die Schnauze voll von ihr. David Odonko ist dauergenervt, der Mike Heiter weiß auch nicht mehr, was er sagen soll. Ja, Kim hat es mit ihrer provokanten Art geschafft, wirklich für Unruhe im Camp zu sorgen. Aber sie bleibt gerade und das finde ich toll. Sie bleibt straight und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Kim im Camp ist, denn sie sorgt für Unruhe. Sie mischt den Haufen auf und sorgt dafür die Unterhaltung, die wir ja eigentlich sehen wollen. Und ich glaube, sie wird sehr, sehr weit kommen, denn sie hat einen entscheidenden Vorteil. Sie kann zum einen der Teufel sein, aber auf der anderen Seite auch der liebenswürdige Engel mit der liebenswürdigen Art. Denn schau mal, wie oft hat sie es geschafft, in all dem Streit immer wieder neue Verbündete für sich zu gewinnen. Sei es Layla, sei es Ania. Also ich gehe davon aus, die wird noch lange, lange überleben. Vielen Dank, lieber John. Liebe Grüße nach Down Under. Bei mir im Buschfunk immer noch Umut und Emma. Ja. Und ihr wart gerade schon ja. so, also sie stimmt schon. Ich muss aber ganz kurz zu meinem Mike echt einen Schutz nehmen. So. Ja. Weil ich meine, du musst dir auch mal vorstellen, dass sie gewisse Dinge angesprochen hatten. Vielleicht ist der halt wirklich einfach nur so eine gewisse Blockade einfach. Weißt du, dass er jetzt da nicht mehr ein bisschen aus sich herauskommen kann. Das stimmt, dass er jetzt wenig Unterhaltungswert hat, ja. Ich habe auch schon hier zu meinem Schatz gesagt, genau, schade einfach, weil man echt wirklich wenig von ihm sieht. Und wenn es so ist und was mir bei ihm stark aufgefallen ist, er fragt jemand etwas, ein Felix oder so, ne, erzähl mir was von dir oder so, und dann erzählt etwas, ja.